So, herzlich willkommen. Wir schauen uns wieder ein Feuer und Flamme Video an. Und ich habe jetzt hier bei mir einen lieben Kommiliton, also auch Cappy, ich Gefahrenabwehrstudent. habe schlechte Haare heute. Ich habe Ja, bei mir heute auch, euch aber das ich. euch erspart. Aber Ja, mit dem Mikrofon, ich habe halt leider nur eins, das hängt hier vorne. Weiß nicht, wird wahrscheinlich ein bisschen leiser sein, aber ich hoffe, das kriegen wir trotzdem hin. Wir schauen uns ein brennendes Wohnmobil an. Es droht zu explodieren. Staffel 6, Folge 4. Ich bin sehr gespannt und wir gehen direkt rein. Hier, du kannst hier, ne? Wenn irgendwas ist, einfach ja, drücken. ich mach's. Wir sind alarmiert worden, kurz vor der Mittagspause. Wenn dann um 12.25 Uhr der Alarm kommt und man weiß, ah, die nächste Stunde wird das nichts mit dem Essen, ist das natürlich schade, aber das sind wir hier mittlerweile gewohnt und essen dann einfach ein bisschen später. Einfach Die immer Reserven haben wir. frühmorgens, einfach immer frühmorgens so eine Brotdose, einen Ja, Stiel das sowieso. Ich auf glaube, Schale drauflegen. da musst du immer so Snacks oder sowas irgendwie auch. Das würde ich sehr fühlen, wenn das einer machen würde. C-Dienst. DLK HLF1 HLF2 von Wache 3 Das war jetzt das RTW3. andere Stichwort. Das Alarmstichwort war Brand 1. Brennt Stimmt. Wohnmobil, Bindestrich PKW, Zusatz LPG. LPG steht eigentlich für Liquid Petrol Gas. Es ist also ein Flüssiggas. Wir machen schon fertig. Ja. Die Leitstelle wird sehr wahrscheinlich auf das Stichwort gekommen sein, weil ein Wohnmobil Ich denke, diese Gasflaschen mitführt, um in den Innenraum zu heizen Straßenbahn, oder zu kochen. Gucken wir mal, ne? Also ein Wohnmobil hat ja doch Das schon ein größeres Gefährdungspotenzial als so ein PKW. andere Sehr viel brennbares Material, sehr viel Plastik, sehr viel Schaumstoffe. Dann brennen die Dinger unheimlich schnell, unheimlich heiß. Und wenn die irgendwo Nähe eines Wohnhauses, Nähe eines parkenden PKW sind, greift der Brand mal schnell über. Erste Rückmeldung, 3 RTW3, Anfahrt auf Sicht. Oh. Oha. Das wird ja mit. Boah, Digga. Oh, hat niemand gesehen. Oh ja. Opa. Pol ist auch schon da, steht wieder maximalst Ja, bei uns hat. angenehm. Ja, Digga, die Pol, die steht auch immer richtig perfekt. Bei uns hat auch letztens mal, also vor 2, 3 Jahren, Wohnmobil gebrannt. Das war aber unter einem Carport. Das heißt, dann fing das Carport auch an zu brennen und das war wirklich, das konntest du halt im ganzen Dorf sehen. Das war wirklich ein Inferno. Da war noch schön richtig viel, ne, bewachsen oben drauf und noch so irgendwelche anderen Holzsachen, also. Es war schon sehr beeindruckend, diese massive Rauchentwicklung und auch dieses Flammenbild zu sehen. Alter! Okay. So. So, verteilert, Boah, das C-Rohr. läuft. Guck mal, wie nah das an den ganzen anderen Fahrzeugen dran An steht. dem einen Fahrzeug ist es brennt schon. Dieses Flammenbild Ja? zu sehen. Alter! Hier, das da, Das ne? da. Ja, das brennt schon. Boah. Okay. So, verteilert, C-Rohr. War schon recht enorm, dass wir mitten am Tag kann man sich gut orientieren. Das HLF2 unterstützt. Die Drehleiter geht bitte einmal zu den Wohnungen. Ja, verstanden. Wir hätten sonst die Wasserversorgung gemacht, dann kontrolliere ich erst. Was zum Beispiel auch die Drehleiter. Ja, also komplett. also ja, wollte ich gerade sagen, einfach die Löschzüge. Man Einsatz, weiß Einsatz, nicht, ob das die Löschzüge betroffen. ist. Boah, Weil das lol. sind nicht 22 Leute. Oder 21 Leute. Imagine, du bist der Besitzer. Ja, schwierig. Ja, aber da brennt ja auch ein komplettes Wohnmobil komplett. Ja, aber. Ja, das ist natürlich schlecht, aber. Also, der hat ja wahrscheinlich noch Glück. Ich glaube, die werden es ja wahrscheinlich zumindest Ja, abgekühlt bekommen, das bevor da ist irgendwas klar. übergreift. Löschmaßnahmen. Sofort 2 C-Rohre. Da kommt man eine Flasche nicht mehr dran, ne? Ich weiß. Einfach kühlen und drauf Wasser Ja. drauf. Dann jetzt komm. Digga, B-Schläuche, wie viele B-Schläuche ich bei der JF ausrollen musste und dann hier für sowas, Digga. Habe ich auch so. Richtig Ne? schlimm. Ich werfe da schön motiviert meine B-Schläuche aus, die ich schon seit Jahren perfektioniert habe. Dann kommt irgendein Anwärter und schmeißt ihn einfach Ja, auf den Boden. ich Und dann glaube auch. rollt er den so selber aus, wo ich denke, Ja, einmal richtig schön mit Schuhen Digga, wackelst und dann geht's los. Nein! Ist ein Schlauchkopf eigentlich dafür gedacht, den da einfach hin? Ich habe gedacht, früher habe ich immer gedacht, man nimmt den quasi so teils mit und dann Für den rollt er. Angriff halt, ne? Ja, also. Aber es ist natürlich jetzt am Hat schnellsten, sich das da war, hinzulegen, aber. ja.
Denke auch. Ich finde es halt am stressigsten, den dann mal einzuräumen. Und dann schön diese Buchten da reingefaltet. Die Kupplung sind irgendwie an irgendwelchen Scheißstellen. Ja, es ist doch schon ziemlich zügig, eilig, dass wir versuchen, diesen Brand einzudämmen, dass es sich nicht noch weiter ausdehnen kann. Martin, jetzt gibt Gas vor. Zieh dir ganz Gesicht. Bam. Ah, die direkt kaufen direkt, oder was? Nee. Der davor parkende Pkw so, war schon in Mitleidenschaft gezogen. Gut, schau mal. Ja, verstanden. So, ein Rohr von links, eins von rechts. Wir haben uns bei der Größe des Feuers sofort entschlossen, mit zwei Trupps vorzugehen und zwei Rohren. Rohr von der linken Seite. Das ist jetzt alles Fahrzeugwasser gerade, ne? Ja. Glaubst du, es reicht? Wenn durch diese Flammenbildung die Hecke Feuer fängt, die Hecke stand wieder nur 2 Meter zum Wohngebäude, da muss dann nur ein Fenster geöffnet sein, auf Kipp oder komplett geöffnet, dann geht durch Funkenflug eventuell das Feuer weiter in die Wohnung rein. Auch wenn man den Bums einatmet. Ja, guck mal, wie schwarz gut der ist. Also, wenn du hier deine Zimmertür auf hast, du willst gerade Mittagsschlaf machen oder sowas, merkst nix, dann haben wir ja Toxikologie gelernt, 2-3 Züge und dann machst du nix. Jo. Alle Fenster geschlossen. Ich empfehle 1-0 zur Riegelstellung wegen der Hitzestrahlung, dass das hier nicht auf die Hecke übergreift. Das verstanden, so machen wir das. Bleib zurück, da ist die Gaspulle noch drin. Ja, mach einfach mal einen Schutz. Oh, da sind die LPG-Dinger. Man erschreckt sich eher so, weil die auch weiß, dass die Gasflaschen drin. Ist ja ein Camper, da vielleicht diese Gaskartuschen? Ja, diese kleinen Gaskartuschen. Ja. Digga, perfekt, was haben wir hier gemacht? Wenn man darauf vorbereitet ist, weiß man es eigentlich. Irgendwann hat das Feuer auf den Reifen eingewirkt und ist wie beim Fahrrad. Irgendwann platzt das und das scheppert einmal ganz laut. Dann den beiden Öffnungen, also an der linken von denen, die größere. Ist das Batterie oder was? Oder? Ja, da ist die, ach so. Da ist die Gasflasche drin. Komm nicht zu nah! Komm ein Stück zurück! Hier, die haben. Die? Die haben doch hier einen Schutz von der Platte. Das ist diese Leuchte, ich weiß nicht. Ich will nichts Falsches sagen, aber. Carbon. Also wir haben diese CFK-Dinger und die haben bei uns keine Ummantelung oder so. Die sind einfach. Ballern irgendwo überall gegen. Der hat doch gar kein Rückenschild, sehe ich gerade. Einfach für den Flex. Braucht man, glaube ich, auch nicht. Hat einmal rumgemacht. Zweimal sogar. Erschrecken sich meistens die Leute auf. Fällt alles zusammen, wie er selbst eigentlich die Reifen, die knallen. Der Zugführer, der C-Dienst, hat mir den Auftrag erteilt, das Wohngebäude zu kontrollieren, dass die Fenster geschlossen sind, weil die Rauchsäule wirklich direkt auf die Fassade ging. Hallo, wissen Sie, ob da jemand zu Hause ist? Nee. Die sind oft tagsüber lange weg. Ja, die haben Fenster aufgeklebt. Ich will nicht, dass der Rauch da reinzieht. Ja, ja, ja. Aber sonst würden die Autos da stehen. Alles klar. Dankeschön. Tipp des Jahres. Ja, ja. Die Nachrichten. Hier ist ein Fenster auf Kipp. Es öffnet aber keiner. Wenn, dann zieht auch nur minimal was rein. Alles gut. Versuchen wir da rein. Da. Boah, ein bisschen Rauchentwicklung her. Lass mal anschließen. Das muss auch, ich war ja auch schon häufiger mal Abschutzüberwachung. Die schnacken immer durchgehen und dann bist du der Dummkopf, der dann immer zwischendurch Druckabfrage abfunken muss. Oder ich frag dann, Druckabfrage, wie viel Druck habt ihr? Ich höre nichts. Gruppenführer sagt was, Angriffstrupp sagt was, irgendein Maschinist sagt irgendwas. Ich so, ey Jungs. Wir gehen dann immer in einen separaten Kanal. Okay. Also ja, wollte ich gerade sagen, wir haben auch manchmal, dass der Datenschutz in einem eigenen ist, aber dann ist meistens ja auch die Führung noch mit dabei, damit die natürlich Ansagen oder sowas machen. Und dann, wenn ich dann irgendwie einen Gruppenführer und Zugführer und sowas alles habe, die dann auch alle mit dem Schnacken. Aber dann nerv ich die einfach so lange, bis ich einen Druck bekomme. Und ich gebe mich auch zufrieden mit einem Druck, aber dann am besten den niedrigsten. Ja. Man nicht das ist sehr schwierig. Ja. Wir haben hier nicht nur ein Feuer. Management? Wenn man bedenkt, wenn man 30, 35, 40 Jahre bei der Feuerwehr ist. Aber müssen die ja nicht aufrollen, da kommt gleich GWL und dann. Das muss so schnell gehen.
Das ist nicht gut für seine Gesundheit. Solange vorne war es eine andere Zeit. Pkw-Brände wurde maximal mit einem PA gearbeitet früher. Der zweite war dann irgendwo zu teuer, Luxus. Und der nächste hat dann nebenbei immer kurz die Luft angehalten. Das ist lange, lange Geschichte. Und wir versuchen die Rohstoffe, die wir in der Nähe bringen, um abzuschließen. Halt mal da rein! Den Spatteln. Ja. Oha. Ja, genau. Schön. Rinder. Ein Strahlrohr, wenn wir das jetzt einsetzen, verbraucht im Schnitt so 100 bis 150 Liter. Das kann man verschieden variabel einstellen. Und dann mal 2, das sind dann 300 Liter, wenn es so eingestellt ist. Das heißt, wir haben keine 10 Minuten Wasser aus diesem Tank. Halt die Stuhl und rechts da auch nach vorne. Guck mal vorne, die linke Klappe auf, Chris. Jetzt bin ich ja Camper, ich habe also selber einen Wohnwagen, kenne ich mich so ein bisschen mit den Serviceklappen aus. Und man konnte an diesem Wohnmobil schon sehen, dass da eine Serviceklappe war, dass wenn eine Propanflasche verbaut ist, die dahinter steckt. Versucht man natürlich erstmal dieses größte Gefahrenpotenzial erstmal zu entfernen. Wurden gesagt, geht mal weg, an die Zahligen tun, geh mal ran. Ja, genau, was mit der Wasserversorgung, Tobi? Vom zweiten Fahrzeug zum ersten einspeisen, wir brauchen dringend Wasser. Das wollte ich nämlich eben gerade fragen, ob die Zeit haben, einen Hydranten zu finden oder ob die einfach den anderen einspeisen. Wenn da schon drei Trupps. Ja, die müssen ja schon richtig viel Wasser verballert haben. Sechs Leute. Alle mit einem C. Sechs Leute auf einem. Auf einem HLF sitzen 4, auf einem TLF sitzen auch nochmal 4, also 4. Ist da ein TLF mitgefahren? Ja klar, im Zug. 2 HLFs und, oder? Das ist der Drehleiter, RTW, also ich weiß nicht. HLF und TLF. Also, oder 2 HLFs. Ja, wenn die TLF also da haben, dann macht das genau natürlich Sinn, das einzuspeisen. Aber ich dachte, jetzt kommt das andere LF einfach nur und wird eingespeist. Nee, komm, nee, ohne dass wir kein Wasser haben, nicht. Guck mal, wie der drunter frisst. Habt ihr schon eine Pumpe angeschlossen? Leute, wir brauchen Wasser. Das ich wollte diese Flasche. Bescheuert. Und du stehst dann da wie so ein Dulli mit deinem Schrauber in der Hand. Das funktioniert nichts. Und dann ich das alles in dem Moment, wo wir die ist auch das Fach aufbrechen, das Feuer durchbricht. Das habe ich ja schon mal erzählt. Der Innenangriff, da haben so Betten ja gebrannt. Und dann waren wir am Anfang mit einem Schnellangriff da, weil wir gedacht haben, wir kriegen es von außen hin. Dann war das so: Nee, ist ein Laubenanbau-Ding. Geht mal so schnell mit einem Schnellangriff rein. Ich bin drin. Kreiselpumpe funktioniert nicht. Die mussten die TS aufbauen und mir dann eine Leitung reinlegen. Und ich stehe dann und denke mir, ja, wollt ihr mich verarschen? Bei mir ist natürlich mit drin. Und dann will ich auf alle Fälle zum Schutz Wasser am Rohr haben. Schwierig. Kühlst du den erst ab und dann gehst du dran? Dann Pulle zudrehen, sagst du, und dann abdrehen. Zudrehen, Schlauch durchschneißen oder abreißen, raus. Wir müssen mit unserer Schlauchhaspel ja auch ein paar Meter rollen, den Hydrant anschließen. Und wir macht das gerade Rettungsdienst, die Haspel da braucht. Die Wasserleitung zu dem Löschfahrzeug verlegen. Ja, die haben kein Personal. Aber ja, dauert nun mal wenn das, wenn das kann, Moment, weil man das wirklich aufbauen muss. Also das ist schon insane, wie viele da jetzt gerade schon in der Brandbekämpfung sind und normalerweise eigentlich, ja. Also 3 Trupps in der Brandbekämpfung, 1 Trupp macht, weiß ich nicht, Wasserversorgung. So, und dann der Rest ist ja nur noch Maschinist, und die 2 Gruppenführer und der kommt jetzt Zuführer mit Führungspersonal. Das ist so eine Flasche, ja relativ noch, und ach ja, die hat die meistens die so ein Abströmventil, so ein Burstventil, das öffnet sich. Wenn die aber mit Feuer weiterhin beaufschlagt wird, immer wieder und massiv, dann reicht diese Öffnung unter Umständen nicht aus, dann fängt die an zu bersten und dann platzt die. Und wenn die platzt, dann wird natürlich schlagartig ein großes brennbares Volumen an Gas freigesetzt, was für uns natürlich nahe eine Explosion oder ein Riesenfeuerballs ist und natürlich eine Gefährdung. So ein großer Feuerball, Junge, guck mal, jetzt ist natürlich Brandlaster. Das Potenzial ist. So, der Baum da, Bruder. Baum. Komm wieder so, schon Vollgas mit Wasser. Ah, jetzt haben wir es ja. Mal schauen wir mal, was ich da dran gleich, ja? Boah. Einfach von hier. Wie glaubst du, ist entstanden? So eine Handstiftung oder irgendwas vergessen ja, auf dem Markt oder irgendwie? Also, so. Habe. Also würde ich sagen, kann man ja pauschal mal nicht sagen, kann auch ein Motor angefangen haben zu fallen, zu brennen. Das ist ja sagen, so ist der vorne gestartet, also irgendwas Kabelbaum also oder Motor. Ich sagen, Motor, Motorraum, irgendwas kabelmäßig. So, vorne jetzt direkt so heiß, direkt lieber direkt rein. Bitte. Komm, halt fest, ich hau drauf. Ja. Digga, ohne PA. Ja, das ist der Gruppenführer. Also, der Gruppenführer hat kein Personal. Ohne Handschuhe und alles einfach, komm, gib ihm. Weil der Gruppenführer hat Personal. Mit brachialer Gewalt.
Der hat ja noch vier Leute. Zerstören konnten wir nichts mehr. Ist jede Technik recht. Jetzt! Ui, da war ja sogar eine drin. Ja, die ist echt ein bisschen warm. Mal rausgehen. Sauber! Ist sie zu? Und tatsächlich, da war die 11 Kilo Propan hinter. So. Ja. Ja, Pulle da vorne hinstellen, ne? Oh, die ganze Schläuche, da kann man richtig gut drüber stolpern. Letztendlich haben wir sie rausbekommen und erstmal ein großes Gefahrenpotenzial aus dem Brandraum entfernen können. Wo ist sie? Ach, da. Die Löschmaßnahmen dauern noch ein wenig an. Die Gaspulle wurde bereits entfernt. Sie sehen jetzt zwei Streifen. Ja, ja. Aber hier hat der andere Kontrolleur auch zwei Streifen. Damit da nicht so eine thermische Aufbereitung passieren kann und die eventuell dann nochmal explodiert. Einfach mal drauf. Warte, ist das Benzin läuft aus. Ja. Einfach Wasser drauf. Ja. Da passiert einfach alles, was ja, an auslaufen Schaum auslaufen kann. Das dritte Rohr als Schaumrohr. Ja, okay. Übernimmst du, dann baue ich ein Schaumrohr auf. Okay, auch nur mit dem durchgezogen. Hat man hier so ein Verbands. Hast du gehört? Schaum? Jetzt muss der Gruppführer den. Das dritte Rohr als Schaumrohr. Ja, okay. Übernimmst du, dann baue ich ein Schaumrohr auf. Übernehmt das abzukühlen. Genau. Hallo. Ah, die haben wirklich die haben so wenig Leute. Die haben so Personalmangel. Da kommt deswegen auch die DLK. Ja, ist ganz schön widerspenstig. Weizen, Wohnmobil, ältere Modells, sind Kunststoffe, aber auch Echtholzteile verbaut. Und wenn dann so eine komplette Schrankwand durchs Brandereignis einfach umfällt, dann sammeln sich da unten die ganzen Glutnester und die sind dann so einfach mit dem Löschwasser gar nicht zu erreichen. Dieses Feuer krabbelt ja auch überall rein. Das sind so Zwischenräume, überall, wo es reingekrabbelt ist. Irgendwie die Karre. Ja, das Auto ist halt sehr gut. Das muss kontrolliert werden, ob wir da nicht einen drin liegen haben. Ja, guck, ne, der GF hat hier auch zwei. Der hat auch zwei, ja. Bei solchen Dingen denke ich immer. Ich dachte immer, ein Streifen ist nur GF. Und naja, dann zwei ist ein Zug und dann das durchgezogene so Verband oder höher. Durchgezogen ist das Verband. Das sind so typische Dinge, sag mal Wohnwagen, Wohnmobil. Muss man immer mit rechnen, dass eventuell jemand da zu Schaden gekommen ist. Wenn wir damit fertig sind, kontrollieren wir vorhin. Stimmt, Digga, dann muss ja auch noch Pol mal gucken, ob da vielleicht irgendwie Jürgen drin gepennt hat. Nicht, dass wir da irgendwo liegen haben, ne? Unter dem Schutt. Das ist natürlich dein Heavy. Ja, aber es ist deine Erfahrung, ne? So was würde ich jetzt nicht sofort. Erstmal Schaum rauf und dann danach. In diesem was für Spurensicherung oder dann hast du Brandermittler oder so, ist das halt auch kacke, ne? Wenn du da so richtig schön Schwerschaumteppich raufbuddelst. Und auch Schlafmöglichkeiten. Und wenn jemand auf der Durchreise ist und hat sich am Straßenrand abgestellt, um einfach nur einen Mittagsschlaf zu machen und dabei ist ein. Was ja dann auch noch realistischer ist, dass das dann irgendwie in Flammen aufgeht, wenn er dann irgendwie Standheizung oder irgendwelche anderen Herdsachen oder so. Brand entstand, ist es nicht unwahrscheinlich, dass in diesem Bett auch jemand liegt. Und wenn wir wirklich Personen vermuten und suchen, dann suchen wir überall. Es mag ja sein, dass plötzlich noch irgendeiner ein paar Meter weggekrabbelt ist, um sich zu retten, zu schützen, aus dem Wohnmobil rauskommen zu wollen und hat sich in eine Toilette verkrochen, keine Ahnung, wo man erstmal die FFs nach Alarmier-Person suche. Und jetzt keinen vermuten würde. Und dann sucht man natürlich gründlich. Oh, nochmal schön so ein Kulisser. Das wäre meine Horrorvorstellung. Ja, ist auch. Man hofft natürlich nicht, dass man was findet. Also, was man da findet, ist auch nicht mehr so. Camper waren nicht da, ne? Ach so. Oh, tschö. Wir wollen eigentlich gerade nach Mallorca oder so. Das sieht doch wie paar aus. Ich habe mir meinen Schreber gerade gepflegt und jetzt. Ja. Es ist, aber es wirkt ja sehr entspannt. Das ist, finde ich, eigentlich das Beste, wenn die Leute bei so Sachschäden immer sagen, ja, okay, ja, Personenschäden wären super doof, aber solange keiner da zu Schaden gekommen ist. Ja. Wir haben den nachher gefunden. Ich konnte auch mit ihm sprechen. Warum der gebrannt hat, weiß ich nicht. Ich hatte den nämlich 2-3 Minuten laufen, hab mal an- ausgemacht, hab den hin und her gefahren, um die Reifen zu bewegen. Nach Auskunft des Besitzers sagte er, er hätte keine Heizung laufen gehabt, er hat nichts angehabt, er war vorher noch drin, weil er sich bewegt hat, er könnte sich nicht erklären, warum. Das ist auch, der war ja auch so beruhigt und so, da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwie müssen dann ja halt die Pol danach ermitteln.
ich überlege, so sieht mal irgendwann mein Wohnwagen aus. Ja, ich habe auch einen Wohnwagen. Camper sind halt Typen für sich und die verbinden halt ganz viele Emotionen und diese Urlaube, das sind halt Erinnerungswerte, die uns auch keiner mehr nehmen kann. Da ist es schon schade, wenn man dann sein zweites Zuhause, was man ja immer auf Rädern mitführt, wenn das dann auf einmal so im Vollbrand steht, da ist man echt traurig. Das auch sowieso, wenn du selber irgendwie, ne, Hausbrand oder sowas, dann gehst du raus und dann kannst du gar nichts mehr machen und siehst einfach fremde Leute da reinstapfen. Also, dann guckst du dem ganzen Kram zu, wie das verbrennt. Dann weißt du, okay, in der Etage, in dem Raum, da sind meine ganzen Unterlagen. Und dann siehst du, okay, Digga, das brennt. Jetzt muss ich alles ersetzen. Alles. Von Zeugnis zu Perso. Oh. Man hat ja gesehen, wie sie das Wohnmobil gebrannt hat. No, das heißt, es war ja wahrscheinlich auch dementsprechend gut eingerichtet. Und wenn der Camper da die letzten 20 Jahre wunderschöne Urlauber mit hatte und hat Erinnerungen an dieses Wohnmobil und dann sieht man auf einmal, wie das in Flammen steht und alles, was da drin ist, ob es Erinnerungsstücke, Aufkleber, so diese schönen Sachen, die sind erstmal alle weg. Klar ist es versichert, er wird auch diesen Versicherungswert für dieses Wohnmobil wiederbekommen, aber ich selber als Camper kann sagen, oh, was ein toller Urlaub, wo wir mit unserem Wohnwagen waren, weißt du noch, wo wir da gestanden haben, direkt am Wasser. Das sind einfach diese Erinnerungen, aber die mit so einem Wohnmobil flöten gehen, deswegen glaube ich schon, dass er ein Tränchen vergossen hat. Der Bruder kann gar nichts so dafür. Der BMW einfach. Oh man. Wollen wir nochmal anleitern oder ist die Drehleiter Wachbesetzung? Ja, dann gehen wir Logistik komplett her. Ja, dann rückt ihr ruhig schon mal ein. Boah, alles Neues. Das stinkt, schön. Keine kontaminierten Teile kommen wieder zurück in die sauberen Fahrzeuge. Deswegen fordern wir sofort Logistik an. Das Fahrzeug kommt, bringt uns saubere Schläuche, nimmt die verdreckten mit. Und so das wäre wirklich ein Service. Wir selbst an den anderen Stellen ziehen uns auch komplett. Meine Klamotten vom Balkon her, was ist jetzt 4 Monate her? Das Kontaminierte wird in den Säcke gepackt, das sauber wird angezogen und das dann mit eingestiegen. Aber dass die auch neue Klamotten bekommen haben, Spaß haben, ein bisschen dumm. Ja? Wir wollen auch alle gesund irgendwann mal unser Berufsleben an den Nagel hängen können und können sagen, wir sind jetzt nicht so krank und sind noch 2, 3 Jahre pensionär. Aber wenn du so penibel bist, und sagst, okay, alles, wenn du mit Feuer und Rauch in Kontakt bist, dann ist sowieso alles neu. Digga, dann musst du so oft den ganzen Kram durchtragen. Ah, dann ist das so. Digga, fancy, was war das? Oh, nein. Oh. Das ist so gut. Alter, hey, ja, voll interessant. Ice Truck, Alter, vor der Feuerwehr? Geil. Das ist bestimmt deren. Ich würde das aufkleben, nur Blaulicht oben drauf. Geil. Dann ist das so. Geil. MTV. Ja, hä? Voll nice, wieder sehr interessant. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Also, ich finde, das ist einfach immer schade, wenn auch so persönlich, also Sachwerte kaputt gehen, die man eigentlich mit so einem emotionalen Wert gar nicht, also wirklich ersetzen kann. Aber da war das jetzt ja super, dass da keine Personen gefährdet wurde oder auch, dass das Gasteil nicht explodiert ist. Die Propanflasche, ja. Das wäre natürlich schwierig dann geworden, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind auf dem starken Weg zu 1000 Abonnenten. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir das irgendwie knacken können. Und ansonsten, Gott sei Dank, den nächsten zur Wehr. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht bitte zur Freiwilligen Feuerwehr. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich euch einen ganz spannenden Tag. Tschüss. Tschüss.